Hallo liebe Waagegeborene, schön, dass ihr dabei seid bei einem neuen Monatsorakel, heute für die erste Junihälfte. Wie immer beginnen wir mit eurer Überschrift. Ihr könnt auch die Legung zu eurem Aszendenten anschauen, den könnt ihr kostenlos auf astro.com analysieren lassen und ab 42 sind wir astrologisch gesehen in unserer Lebensmitte angekommen und sehen oder nehmen viele Züge vom Aszendenten an. Weiters bitte spürt immer mit, die Rollen können vertauscht sein, also schaut und spürt, ob Mann, Frau, gleichgeschlechtliche Partnerschaften und so weiter. Wir starten mit dem Wiegenlied. Vielleicht wird in der ersten Junihälfte Musik für euch wichtig. Musik als ein wichtiger Begleiter, als Inspiration. Vielleicht sind es auch Zeichen der geistigen Welt, die euch mit einem Lied irgendeine Botschaft zukommen lassen möchte, da sie euch sonst nicht so leicht erreicht. Vielleicht spielt euch hier auch jemand ein Wiegenlied und was verbindet ihr mit einem Wiegenlied? Will man euch ruhig stellen? Will man euch wirklich besänftigen und etwas Gutes tun? Also das kann hier verschiedene Facetten annehmen. Und wir haben die Karte Tag und Nacht. Wo liegt euer Fokus? Auf der dunklen oder hellen Seite des Lebens, das ist hier die essentielle Frage. Natürlich ist es normal im Leben und auch in der Tag- und Nachtgleiche, dass sich Sonne und Mond abwechseln. Es ist auch ein Anzeichen für den männlichen und weiblichen Teil in unserem Inneren, der vielleicht jetzt in Ausgleich kommen möchte. Und wir haben im Reich der Träume. Hier geht es um den Dornröschenschlaf, also seid ihr eingeschlafen und lebt nur noch in eurer Traumwelt oder schafft ihr es auch, eure Träume wirklich zu manifestieren? Ja? Also dieser konkrete Schritt ist für viele Menschen das größte Handicap, weil sie lieber unbewusst in ihren Träumen so süß dahinschwelgen, anstatt sich wirklich konkrete Schritte zu überlegen, zu erfüllen, um die dann in der Welt auch echt zu manifestieren. Das ist ja das Tolle, also das sind ja Gaben, die uns mitgegeben wurden. Bitte setzt diese ein. Wir schauen uns jetzt in den Zigeunerkarten die Details für euch an. Den Mittelpunkt der Legung macht die Karte der Gedanken. Vielleicht seid ihr hier im Hamsterrad gefangen, ihr seid ja aufgefordert, sehr viel Selbsterkenntnis zu erlangen. Es kann auch sein, dass es um spezielles Wissen geht, das ihr euch angeeignet habt oder ihr könnt Wissen weitergeben. Es kann auch sein, dass ihr es hier mit einem jüngeren Mann zu tun habt. Oder mit dem Verhalten eines jüngeren Mannes und wir haben hier den Geliebten. Vielleicht geht es hier um das Verhalten des Geliebten, das vielleicht noch etwas unreif ist und wir haben hier auch die falschen Gedanken. Also hier ist wichtig, bei euch selber zu bleiben und eure Gedanken zu beobachten. Vielleicht denkt ihr euch auch, euer Partner ist die falsche Person an eurer Seite. Vielleicht habt ihr Angst, ständig etwas falsch zu machen und verhadert euch dadurch im Gedankenrad. Also bitte rauskommen. Bitte immer wieder selber austreten und wenn ihr merkt, dass ihr drin gefangen seid, habt ihr die Möglichkeit zu sagen, stopp. Ja? In Gedanken haben wir das Geschenk. Vielleicht wollt ihr hier jemanden beschenken, vielleicht werdet ihr beschenkt oder wurdet beschenkt. Die Karten schauen alle in die Vergangenheit. Vielleicht ist dieses Geschenk in der Vergangenheit schon gemacht worden und ihr macht euch jetzt Gedanken darüber. Könnt ihr es annehmen, könnt ihr es nicht annehmen? Und im Unterbewusstsein haben wir etwas Geld. Da ist es wichtig, dass ihr euch hier Zeit lasst, dass ihr von eurem Mangelbewusstsein aussteigt und mehr in Richtung Fülle kommt, anstatt sich eben in Gedanken zu verlieren. Ja? Vielleicht ist es auch ein Kindheitsthema, dass ihr euch in Träumereien flüchtet. Das ist auch ein Schutzmechanismus vor dieser Welt. In der Vergangenheit ging es ums Glück. Also da sehe ich etwas sehr
Positives im Raum stehen. Vielleicht seid ihr vom Leben beschenkt worden. Vielleicht geht es hier auch um Talente, die ihr jetzt in die Welt bringen möchtet, um eure Gaben, die Geschenke eben auszupacken. Also irgendetwas trübt die momentane Situation, obwohl ihr glücklich seid. In nächster Zukunft geht es um die Botschaft. Vielleicht liegt euch hier etwas am Herzen, das ihr nicht so leicht schafft auszudrücken. Und es geht jetzt darum, das mitzuteilen, ja? Und es geht mit Sicherheit um die Geliebte. Das gefällt mir. Also der Geliebte schaut zu sehr in die Vergangenheit, obwohl vielleicht alles in Ordnung ist. Aber vielleicht hat sich der Geliebte nie gelernt, so richtig auszudrücken. Oder sein wahres Wesen auszudrücken. Und die Geliebte schaut in die Zukunft. Ja? Also die ist schon mehr nach vorne gerichtet. Also hier geht es um Kommunikation zwischen geliebten Menschen. Und wir haben im Umfeld den Besuch. Also vielleicht geht es hier um ein Treffen, das ihr arrangieren wollt oder ihr, wie gesagt, werdet eingeladen. Es kann sein, dass ihr eine sehr lebendige Zeit erleben werdet, denn die Besuchskarte ist immer, geht raus aus dem stillen Kämmerlein, geht unter die Menschen, pflegt die Kontakte. Vielleicht hat sich hier auch ein Part von euch beiden zu sehr in die Beziehung verrannt und hat die Außenwelt total vergessen. Ja? Das würde jetzt zum Dornröschenschlaf auch sehr gut passen. Vielleicht ist dadurch eure Welt auch ein wenig finster geworden. Ja? Natürlich kann es im Berufsleben für sehr viele Termine im Außen stehen. Auch das ist eine lebendige Zeit. Hier seid ihr aufgefordert, euer Zeitmanagement sehr gut zu organisieren. Ihr hofft oder befürchtet den Verdruss. Vielleicht habt ihr hier Angst, dass jemand das Geschenk nicht annehmen könnte. Vielleicht habt ihr Angst vor Ablehnung, spüre ich hier sehr stark raus. Der Ausgang ist die Traurigkeit, die Hoffnung und die Fröhlichkeit. Also offensichtlich geht hier alles gut aus. Hier geht es um ein sehr starkes Heilungsthema von Gefühlen mit der Karte der Traurigkeit. Also hier wollen Tränen geweint werden, denn die bringen euch der Heilung näher, der Hoffnung und dem neuen Verliebtsein, den beschwingten Zeiten, den fröhlichen Zeiten. Also hier wollen auch Partys gefeiert werden und es hängt von euch ab, mit welcher Haltung, dass ihr das macht, ob ihr ständig in den dunklen Gefilden gefangen seid oder ob ihr sagt, ich gehe jetzt ans Licht. Also das hängt von eurer Entwicklung ab und von eurer bewussten Entscheidung, wo ihr euren Fokus hinlenkt. Unter dem Deck haben wir den Richter. Hier kann es sein, dass offensichtlich etwas ausgeglichen werden will. Einmal auf gedanklicher, mentaler Ebene. Und vielleicht verhadert sich hier jemand ständig in so vielen Terminen, dass für die Partnerschaft keine Zeit ist. Das bringt natürlich Stuck in die Sache. Ja? Irgendjemand darf hier seine Botschaften aus dem Inneren auf den Tisch legen, liebe Leute. Ich ziehe euch jetzt zum Schluss noch einen Engel als Begleiter. Hier geht es um den Erzengel Michael, der euch begleitet, und zwar um die Kraft der Liebe. Ja? Also wir hatten hier ja zwei Menschen, die sich lieben, die momentan in eine verschiedene Richtung blicken. Das heißt ja nicht, dass man nicht wieder auf einen gemeinsamen Nenner kommen kann. Also Erzengel Michael wird euch hier begleiten und ruft ihn auch ab und zu um die Hilfe an, denn die Engel dürfen erst dann einschreiten, ja? Ich hoffe, ich konnte euch mit dieser Legung inspirieren. Danke euch wie immer für jeden Daumen hoch, für jedes neue Abo, das eingeht. Für private Legungen und freiwillige Spenden findet ihr die Infos wie immer unten in der Box. Und auch hier sei euch herzlich gedankt und ich freue mich schon aufs nächste Mal mit euch. Alles Liebe, eure Sandra.